Heute teste ich das Samsung S8000 Jet. Wir schauen uns erstmal das Handy von außen ein bisschen an. Hier links haben wir Lautstärketasten. Dann haben wir hier oben den Anschluss für die Kopfhörer und den Anschluss für das USB-Kabel. Dann haben wir hier die 5-Megapixel-Kamera inklusive zwei hellen LEDs. Hier haben wir eine Sperrtaste für das Display. Hier ist die Kamerataste. Und darüber ist die Taste für den Multimedia-Würfel, den wir uns gleich noch anschauen. Ja, vorne hat das Handy im Prinzip nur drei Tasten. Eine Taste für das Menü, dann eine zum Anrufer annehmen und eine zum Auflegen. Hier ist der Startscreen. Davon gibt es insgesamt drei, die ich individuell einrichten kann, und zwar durch die Widgets, die ich hier links in dieser Leiste finde. Die kann ich je nach Bedarf hier einfach draufziehen und dann ja entsprechend meine Startscreens anpassen. Insgesamt kann man auch diverse Widgets noch nachinstallieren. Ich glaube, es sind um die 30 hier vorinstalliert schon. Also da sollte eigentlich für jeden was dabei sein. Hier zum Beispiel noch eine Uhr. Also so kann man sich das hier wunderbar einrichten und individualisieren. Dann wollen wir mal den Multimedia-Würfel, 3D-Würfel anschauen. Der ist hier eigentlich ganz witzig gemacht. Kann ich hier durch so Drehbewegungen verschiedene Sachen aufrufen. Ansonsten kann ich mich hier unten auch einfach durchklicken. Also wir haben ein Album, MP3-Player, Videoplayer, UKW-Radio, Spiele und mehr und das Internet. Also ist eine ganz nette Spielerei. So, dann haben wir hier unten einmal das Tastenfeld. Dann kann ich hier meine Kontakte aufrufen. Hier komme ich direkt ins Nachrichtenmenü und hier komme ich in das Hauptmenü. Da komme ich eben auch hin, wenn ich hier unten auf die Taste drücke. So, und das Hauptmenü erinnert ein bisschen an die Startscreens. Da gibt es nämlich insgesamt auch drei Seiten. Man sieht das hier oben übrigens auch immer durch diesen schmalen Strich, wo man sich gerade befindet. Genau. Dann will ich jetzt mal eine Nachricht erstellen, um mal die Tasten noch ein bisschen zu testen. Also ich habe hier mehrere Möglichkeiten. Es gibt zum Beispiel die Handschriftenerkennung. Da muss man allerdings ein bisschen üben, damit das auch klappt. Also man muss wissen, wie man die Buchstaben dann hier auf den Touchscreen zeichnen muss, damit das dann auch klappt. Und ansonsten habe ich hier meine normale Handytastatur, sage ich mal, die mir hier eingeblendet wird. Die funktioniert eigentlich sehr gut. Das Ganze ist dann auch mit T9. Und wenn ich hier in das Querformat wechsle, dann bekomme ich auch sehr zügig eine Querztastatur eingeblendet. Ich finde, beim Touchscreen muss man immer ein bisschen kräftig drücken, damit er auch reagiert. Aber dafür kann man sehr präzise die Buchstaben anwählen, also das geht eigentlich sehr gut. Die einzelnen Buchstaben hier haben auch eine gute Größe, sodass man das Ganze gut trifft. Das Display misst 86 mal 41 mm und ist ein AMOLED-Display, das heißt, der Stromverbrauch ist auch besonders gering. Also von der Bedienung her denke ich, ist es ganz gut. An manchen Stellen wirkt es fast ein bisschen überladen, weil man wirklich zu viele Möglichkeiten hat. Das Menü ist einfach ein bisschen zu groß. Aber insgesamt denke ich mal, ist es ganz gut gelungen.